Ja, eine Lichtgeschwindigkeit hier im Volksgarten in der Kölner Südstadt. Das Einzige, was hier zum Geschäft gehört, ist diese Gütereisenbahn, die da andauernd lang fährt und Lärm macht, aber das gehört dazu. Ansonsten ist hier immer was los, so wie das Wetter das zulässt. Da leben die Kölner auf der Straße. Ich habe heute hier zu meiner Lichtgeschwindigkeit keine freie Bank gefunden, wo ich das hätte machen können, geschweige denn mit Tisch. Jetzt sitze ich hier auf Müll. Geruch kann ich leider nicht übertragen. Das ist doch mal wirklich die echte reine Wahrheit. Im Unterschied zu Rainer Barzel. Rainer Barzel ist tot, die echte Wahrheit lebt. Hier habe ich also folgendes. Capriles in Venezuela, das knappe Wahlergebnis. Da liegen offensichtlich nicht nur die Aushehlungen und die Manipulationen der Wahl im Argen, sondern auch scheint es in Venezuela überhaupt gar keine Möglichkeit zu geben, eine reguläre Nachzählung zu machen. Also es, alle manipulieren mit allen Mitteln, das ist Hauen und Stechen. Da lässt sich jetzt auch mit Pro und Contra gar nichts erreichen. Und das überzeugt mich natürlich auch. So, jetzt muss jeder ein Eis kaufen. Jeder. Jeder muss, auch die Kinder, die noch keins halten können, die üben schon mal mit Banane. Ja, eisgekühlte Banane, sehr gut. Also Capriles in Venezuela sehe ich keine Lösung. Bombenanschlag in Boston sehe ich auch keinen. Aber ich habe hier im neuen Deutschland heute, Mittwoch, 17. April, bereits das Ergebnis des deutschen Pokal-Halbfinales Freiburg gegen Stuttgart. Ich sage es aber noch nicht. Also folgende interessante Geschichte hier. Unten links, das ist köstlich. Oh, es blendet hier. Mal sehen. Es ist folgendes. Die französische Regierung hat die Vermögen aller Minister veröffentlicht. Wer etwas auf der hohen Kante hat, muss es vorzeigen. Bei dem einen kam ein alter Renault zum Vorschein. Der andere ist in der Politik zum Millionär geworden. Nun braucht man nur noch alles zusammenzuzählen, durch die Zahl der Minister zu teilen. Und schon hat man das Durchschnittsvermögen der Regierung. Darauf haben die Wähler lange gewartet. Denn wenn von diesem Durchschnittsvermögen das durchschnittliche Unvermögen der Minister abgezogen wird, erhält man endlich einen Wert, mit dem die Regierungsfähigkeit messbar wird. Jede Wahlmüdigkeit wird verfliegen. Und jetzt kommt der Triumph. Denn jetzt wird der Wähler zum Zähler, zum Anleger seiner Stimme. Eine Börse wird über den Regierungskurs wachen. Bürger, die knapp bei Kasse sind, bieten dem Staat großzügig Anleihen. Ratingagenturen stufen Kabinette herauf und herab und Rettungspakete werden den Bürgern mit der Post erreichen. So schreibt das Neue Deutschland hier. Und das war hier meine Mitteilung zum Thema Median, Durchschnittsreichtum der europäischen Euro-Länder im Vergleich. Zyperns Bürger sind die reichsten, Deutschlands Bürger sind die ärmsten, Median. Das ist Politik für Dumme. Und dann muss ich mir die dümmsten Kommentare bieten lassen in der Lichtgeschwindigkeit. Und das mache ich natürlich, indem ich lustvoll den Ball zurückspiele. Was ist der Durchschnittsbürger mit seiner Durchschnittskasse in seinem Durchschnittsportemonnaie wert? So, und die Antwort überlassen wir jedem Einzelnen, der natürlich bei der großen Anzahl aller Beteiligten nicht dem Median und nicht dem Durchschnittsbürger entspricht. Und insofern sind diese Zahlenspielereien Augenwischerei und auch im Falle Zypern-Deutschlands bösartig zu nennen. Denn was können sich die Zyprioten für ihre geerbten Häuser kaufen? Gar nichts. Was können die Deutschen mit ihren preisgünstigen Mietwohnungen anfangen im Unterschied zu teuren Wohnungen? Sehr viel. Jeden Monat können sie sich was kaufen. Also Reichtum, Armut. Bitte nicht mit Median und Durchschnittswerten kommen, das bringt uns nicht weiter. Schönen Dank für den Aufruf.